Weia, oh weia! Willkommen, Freunde, zurück zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Es kann sein, dass die heutige Folge in die Luft fliegt, denn ich habe drei Mods installiert. Einmal habe ich die Heretic Mod. Dann habe ich noch die Agony of Isaac Mod, die noch mehr Räume hinzufügt. Und dann habe ich noch die... noch eine Mod installiert, die noch mehr Räume hinzufügt. So haben wir jetzt drei Mods installiert. Ich habe irgendwie alles zusammengemixt und hoffe, dass wir jetzt... überhaupt die Flure sehen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Natürlich können wir nicht alles in einem Run sehen. Es kann sein, dass wir vielleicht in diesem Run gar keine Neuigkeiten sehen, sondern erst im nächsten Run. Und jetzt spielen wir einfach mal mit Furkas. Ist Furkas Mr. Azazel? Ich weiß nicht. Wer ist Shamden? Ich möchte mal Shamden spielen. Ist das vielleicht Azazel? Ich weiß nicht, wer von denen der Azazel ist. Der langweilige Azazel. Ach, das ist der Typ. Ah, okay. Gut, dann spielen wir einfach mal mit dem. Das ist Lazarus. Ah, okay. So. Es hat unter anderem auch die Itemräume geändert und alles Mögliche. Und Hauptsache, die Musik stimmt. Und Hauptsache, wir haben The Bean. Damit können wir Gegner wegfurzen. Habt ihr gesehen? Wir haben die Fliegen geone-shottet mit der Bohne. Also unterschätzt das nicht. Guck mal da. Auch mit einem Furz getötet. Don't fuck with the Bohne. Okay, damit das klar ist. So, ansonsten hoffe ich, dass es euch Spaß macht. Ich werde demnächst auf jeden Fall Zuschauer-Challenges spielen. Keine Sorge, ich bin halt nur gerade sehr, sehr begeistert am Rummorden und am Testen, was so alles möglich ist. Und ja, ihr könnt mir auch gerne eine Mod empfehlen, die ich installieren kann. Und gestern wurde mir zum Beispiel gesagt, dass es schon eine Mod gibt. Eine Heretic zusammen mit Agony of Isaac. Aber es wäre schön, wenn mir da auch der Name hingeschrieben wird, damit ich weiß, welche Mod gemeint ist. Und ja. Ansonsten boxen wir uns jetzt hier weiter. Der Raum ist neu, würde ich jetzt mal sagen. Sehr interessant. Irgendwie soll es 1000 neue Räume geben. Wie cool ist das denn? 1000 neue Räume. Stell euch das mal vor. Stell euch erstmal 100 vor. Jetzt 500. Jetzt 1000. Okay, ziemlich cool, hä? So, die machen wir alle kaputt. Ist natürlich jetzt blöd, dass wir mit diesem explodierenden Teil starten. Überhaupt nicht so geiler. Aber Hauptsache der Mark. So, und Hauptsache unendlich Schlüssel. Wir könnten in den Shop reinglupschen, aber es lohnt sich halt nicht, ne? Es lohnt sich halt nicht und deswegen reisen wir durch die Gegend und Fortuna ist tot. Die Bohne macht echt gut Damage, ne? Seit Afterbirth oder Rebirth sollte man echt die ganzen Items nicht unterschätzen. Let's go! Sind es diesmal die zwei? Weil diesmal habe ich es, glaube ich, falsch installiert. Verdammt! Die Doppelbosse tauchen immer noch nicht auf. Ich habe auf jeden Fall versucht halt, ich glaube, ich muss dann... die Screens stimmen halt nicht überein, ne? Wir müssen mal gucken. Vielleicht mache ich die Agony of Isaac Mod weg und installiere nur diese Mod hier, die dafür sorgt, dass wir verschiedene Räume haben. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach nur, dass wir auch jetzt nicht keine Gegner haben, die einen unsichtbaren Körper haben. Das wäre gar nicht mal so cool. Long Launch 2. Let's go! Den pupsen wir an. Er hat sogar eine Lebensleiste. Wir sehen, wie viel Schaden das macht. Ziemlich viel. So, und auf Wiedersehen. Okay, schnappen wir die Kohle. Und in den Zacki-Zacki-Raum. Sehr verlockend, muss ich sagen. Aber da muss ich Nein sagen. Denn dann haben wir noch ein Herzchen. Und wer weiß, vielleicht finden wir nicht mal ein Herzchen für... Oh-oh. Ich will so viele wie möglich treffen mit meiner Bohne. Vielleicht finden wir nicht mal ein HP-Upgrade. So. Vielleicht finden wir nicht mal ein HP-Upgrade für den Devil-Deal. Halt Abstand. Was ist da drin? Eine Maske und sowas. Ich spreng den einfach mal ganz kurz. Einen Moment. Okay, das erhöht auf jeden Fall die Devil-Deal-Chance. Mal gucken. So, für die Ebene. Auf Angel-Deals haben wir, denke ich mal, trotzdem noch Chancen. Hatten wir nicht im letzten Run auch noch ganz viele Angel-Deals, nachdem ich da böse Sachen gemacht habe? Ja, ne? Ja, stimmt, da wollte ich noch Mega-Satan bekämpfen, aber... konnte ja den Engel nicht sprengen. Mussten wir erst freischalten. Und ich will unbedingt endlich eine Challenge sehen. Ich glaube, in der nächsten Folge... bereitet euch vor, werden wir uns eine Challenge anschauen. Um mal zu gucken, wie die so sind hier in der Heretic-Mod. So, hallo. Vielen lieben Dank für die Münzen und ich schnapp mir mal ganz kurz den Geheimraum. Oh, schade. Monstrous und Duke of Flies. Nee, das stimmt nicht. Okay, da muss ich echt was ändern jetzt. Da muss ich echt was ändern. Oder hat die Heretic-Mod schon beide Mods installiert? Kann mir das einer sagen? Hat die Heretic-Mod schon beide Mods installiert? Kann das sein? Da habe ich nämlich auch etwas so in den Kommentaren gelesen. Ach man, ich muss das halt... Autsch, 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 autsch. Vielleicht steht das sogar auf der Seite von denen. Ein HP-Upgrade, sehr schön. Mal ein bisschen Luck ab, na super. Vielleicht heißt... Oh. Was macht halt das hier?
Broken Crucifix. Oh mein Gott, okay, na klar, holen wir uns jetzt beides. Ich wusste doch, das macht sowas wie Leben dazu. Guppy's Paw, weißt du, nein, ich verlasse mich auf die Bohne. Die skaliert sogar bestimmt mit meinem Damage. Und jetzt holen wir uns mal ganz kurz den Itemraum und vielleicht sogar den Zaki-Zaki-Raum. Sehr schön. Oh, Money. Kann es sein, dass die Heretic Mod... Mir wurde auch gesagt, dass die Heretic Mod schon irgendwie... Also es wurde... Die haben sich selber gefragt, die Leute. Hat die Heretic Mod nicht eigentlich schon... The Agony of Isaac? Ich weiß es selber nicht. Das hätte mich ruhig auf die Seite schreiben können, von wem die da alles geklaut haben. Kappa. Von wem die da die ganzen Räume und alles geklaut haben. So, aber naja, wir spielen jetzt einfach mal, solange jetzt nur diese Bosse eigenartig sind. Na, wobei, das ist eigentlich schon cool, oder? Das ist ja das besonders Schwere an der Mod. Oh, ich habe keinen Schlüssel, merke ich gerade. Oh, warte mal, vielleicht hatten wir da einen im Shop? Ich hoffe es sehr. Oh. Oh, 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 wir könnten noch den Supergeheimraum finden, der vielleicht hier ist. Die Chancen stehen gut. Ah, verdammt, nur ein blöd... Okay, das heißt, den Itemraum werden wir jetzt einfach mal vergessen. Einfach mal lassen. Mist, Kacke. Egal, dafür hatten wir einen wunderbaren Devil-Deal. Let's go. So, ich versuche halt irgendwie so einen guten Mix hinzubekommen, sodass wir da ganz viele Variationen haben. Und dank euch habe ich ja... Dank euch habe ich ja die alte Isaac-Musik wieder. Großes Dankeschön dafür. So, vielleicht könnt ihr mir ja irgendwie so einen Mix zusammenstellen. Könnt ihr das? Sehr gut. Dann erreicht er mich auch auf Twitter am besten. Wenn er es das schafft, zusammen zu bestellen. So. Huppa. Auf Wiedersehen, ihr blöden Teile. Ja, ich überlege gerade doch. Vielleicht schafft ihr es mir irgendwie, das was zusammenstellen. Vielleicht kennt ihr euch aus. Es gibt ja einige Modder unter euch. Und ich würde euch auf jeden Fall sehr danken. Ich würde in eurer Schuld stehen. Bis auf Lebenszeit. Ich habe heute mal keine Kokosnuss in meinen Haaren. Kein Kokosnusswachs, deswegen stehen sie nicht mehr so, sondern sind einfach nur flach. Ah, so, das kann ich leider nicht sprengen. Apropos sprengen, das ist ja auch lustig. Und getötet. Wie gut ist das denn, Mann? Ich glaube, ich mache das kaputt, aber... Ja doch, warte mal. Achso, das geht eigentlich... Oh, ich dachte, alles geht kaputt. Ach, das ist ja langweilig. Ja, das stimmen die Teile da unten nicht. Da sind zwei Steine zwischen. Das ist ja blöd. Ich dachte, das wird jetzt eine richtig coole Explosion. Aber nein, war einfach nur lame. So, einmal zu mir und... Ha, das war ein Footsprank. Oh, dieses Item kommt richtig oft, ey. Was soll das denn? Hatten wir das nicht letztens erst? Ich nehme, glaube ich, das hier mit. Consumables und HP ab. Das ist gut für den Devil Deal. Und jetzt haben wir auch sogar eine Bombe gefunden. Genau, das ist sehr schön. Und da könnte der Magic Mushroom drin sein. Komm, den müssen wir finden. Oder schaltet man den erstmal frei? Weiß man nicht. Liberty Cap, super. Kann uns die gesamte Map aufdecken. Wir schauen jetzt mal erstmal den Boss an. Chop und Mega Fatty. Ist eine Lüge. Verdammt nochmal, okay. Alles klar, hab's verstanden. Wir müssen auf jeden Fall nur die Heretic Mod installieren. Und vielleicht nur die Special Rooms, genau. Ah, wobei, vielleicht ist das hier ein Special Room. Weil diese Mod, die ich jetzt noch installiert habe heute, die hat einfach nur einen Special Room Ordner, wo eine Datei drin ist. Aber vielleicht sind diese Bossräume auch die Special Rooms. Hm? Dann würde auf jeden Fall irgendwie Sinn ergeben. Ich wette, hier war der Magic Mush. Das ist auf jeden Fall ein Special Room, den man nicht gesehen hat in der Heretic Mod. Okay, das ist natürlich sehr eigenartig, dass wir uns da jetzt das Horn kaufen können für Geld. Bitte was? Ich gehe jetzt auf jeden Fall in den Zacki-Zacki-Raum. Vielleicht gibt es ja dort auch etwas Besonderes. Hallo? Wie zum Beispiel ein Guppy-Item. Darauf hofft man ja immer. Was für Räume, ey. Nicht schlecht, zweites Guppy-Item. Wow, doch, oder? Ich glaube, mit der Mod ist super, ne? Wir können sogar das Vanilla-Isaac spielen. Und nur die Räume hinzufügen oder sowas. Vielleicht war das gar keine gute Idee, die Heretic mal zu spielen. Ich weiß nicht, ich bin so zwiegespaltet. Was ist da unten? Ah, nee, da will ich jetzt nicht in den Dark Room. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich komme zwar wieder, aber nee.
Nee. Wir gehen jetzt einfach mal weiter und schauen, was die nächste Ebene für uns hat. Let's go, wir müssen mal den Bosswash mal machen, oder? Wie wär's mal damit? Aber dafür bräuchten wir halt auch viel Damage. Den haben wir bis jetzt noch nicht so wirklich gefunden. Würde ich jetzt mal sagen. So. Ein XL-Zacki-Zacki-Raum. Was versteckt sich da drin? Das möchte ich jetzt mal wissen. Aha. Leider nicht so wirklich cooles Zeug. Oh Gott. Das ist eine rote Kiste. Lohnt sich das? Ich könnte mir natürlich das da holen. Oh, wie cool ist das denn? Ich kann mir das da oben holen. Riskiert dann zwar Schlüssel, aber schaffe es hier problemlos. Und das letzte Guppy-Item. Und eine Trollbombe. Wow. Wir sind Guppy geworden. Ich glaube, wir machen jetzt sowas von dem Bossrush. Schnell. Nein, ich dachte, wir schaffen es. Jetzt kann ich fliegen. Guppy's Hairball has appeared in the basement. Nice. Ja, das da oben brauche ich auch nicht mehr. Das ist ja mal abgefahren. Sehr schön. Die ganzen Trinkets muss ich nicht aufheben, die zählen nicht zu den Items. So, mir wurde gerade die Map aufgedeckt, aber ich habe leider nicht genau hingeschaut, egal. Health down, okay, jetzt wollen die mich aber töten hier. Jetzt wollen die mich tot sehen, jetzt wo ich eine kleine tote Katze bin. Moment mal, ich bin schon tot, hört auf mich zu töten. So. Vernichten wir mal die ganzen Kreaturen. Und ich glaube, unten den Boss gesehen zu haben, aber wo ist der Itemraum? Wo ist der Itemraum? Ich hoffe, diese ganzen Zacki-Räume haben nicht immer Guppy-Items. Weil in jedem Run Guppy zu werden, wäre natürlich nicht so geil. Komm her. So, jetzt kann ich dir helfen, Rotten Baby, bei der Erstellung von Fliegen. Ah, hier ist er. Wunderbar. Da furzen wir einmal hin. Da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Und jetzt fehlt noch ein bisschen Speed, damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Das dauert ja Ewigkeiten. So, Mini-Boss hier in so einem Raum. Uiuiui. Dann nehme ich das hier mit. Dann können wir wenigstens ein bisschen Wasser lassen. Und können so auch Schaden machen. Au. Alter, das ist gar nicht mal so leicht, mit dem Typen hier zu spielen. Wegen dieser explodierenden Träne. Die manchmal auftaucht. Empress und... Too small. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal... Wir beeilen uns jetzt ein bisschen, weil ich möchte doch schon... Doch. Ich möchte den Bosswash erreichen. Tears down. Oh. Nein, welcher Lüge? Grey Mather? Was ist das denn? Oh! Okay, irgendetwas beißt sich da. Irgendetwas beißt sich. Aber wer war denn Grey Mather? Jetzt muss ich rausfinden, in welcher Mod dieses Grey Mather vorkommt. Ich glaube in der Heretic Mod, ne? Ich würde sagen, in der Heretic Mod, ja. Ob ich mir das hier hole? Ich denke nicht. Warte mal, außer du droppst vielleicht jetzt noch ein HP-Upgrade. Guck mal. Sag mal her. Na los, tu's. Grey Mather, der Boss sah cool aus. Tut mir sehr leid, dass ich hier ein bisschen rumexperimentiere, aber ich möchte einfach nur für euch, für uns, ein... etwas Besonderes. Coole Sachen in Isaac reinbringen. So. Abwechslung bringen. Wir nehmen dich auf jeden Fall mit, Bombo. Wir nehmen dich auf jeden Fall mit. So, komm her. Was droppst du uns? Bitte ein HP-Upgrade, dann kann ich noch an dem Typen da spielen. Sonst wird's ein bisschen kritisch. Pillen. Uiuiui. Powerpill. Oh, ja. Schnell an dem spielen. Schnell. Oh, jetzt habe ich mir das gekauft. Super. Nicht so super, wie es klingt. Boss of Steel. Sogar zweimal. Ja, dann. Na, dann spielen wir das jetzt mal. Oh, vielen lieben Dank für Speed-Up. Und Speed. Das ist ein Scheiß. Aber ich glaube, wir sind immer noch ein bisschen schneller als sonst. Okay, let's go. Wir wollen den Bosswash erreichen. Zack. Und da sind wir. Grey Mather. Das ist cool. Mein Gefühl sagt mir, dass er in der Heretic Mod auftaucht. Das war Tears Down. Und das ist Health Up. Nehmen wir mit. Ich glaube, ich nehme Tears Down mit, weil ich habe das Gefühl, wir finden irgendwie PhD oder sowas. So. Mann, haben wir viele Fliegen. Und ja, Bombo, gönn dir alle Münzen. Schnapp sie dir. Werd groß und stark, wie wir aussehen. Crazy. So. Dann lass uns mal den Boss finden und wieder enttäuscht werden von dem Titelbild. Verdammt. Das ist ein Clickbait. Die ganzen Bossräume sind ein Clickbait. Danke. So. Alles eine Lüge. So nenne ich die Folge. Alles eine Lüge. Und ich mache als Titelbild Pinocchio. Nice. Komm,
Bumbo, ich habe für dich mein Leben riskiert. Nice, die erste Form hat er erreicht. Entwickel dich weiter, los! Wir brauchen Sonderbonbons. Aha, kommt her. Ja, der Damage muss auf jeden Fall irgendwie jetzt... Das nehme ich mit. Der Damage muss jetzt einfach steigern. Steigen. Wir sind zwar Guppy, aber dennoch wird das sonst ein Pain in the Ass, Mann. Wenn wir den gesamten Bosswash machen müssen, der vielleicht jetzt noch modifiziert wurde und was weiß ich da auf mich wartet. Oh, sorry. Aber ein bisschen Geld brauche ich für... Ein bisschen Geld. 15 reichen, den Rest kannst du haben. Power Pill, okay. Ja, weißt du was? Wir spenden einfach mal. Komm, wir spenden. Wir spenden einfach mal. Store Upgrade Level 1. Nice. Nimm mein Geld. Nimm mein Geld. Alle wollen mein Geld. Der Automat, die Bettler, die Bumbo. Verdammt nochmal. Ziemlich geldgeil alles hier. Wenn man das so sieht. Ziemlich geldgeil alles. So. Ja, ich muss, glaube ich, die Heretic Mod am Ende installieren. Einfach mal am Ende installieren, genau. Ja. Zuerst die anderen. Oh, die zweite, die dritte Form erreicht. So gesehen. So, danke, danke. Ja. Oder es gibt einige Profis unter euch, die das öfters mal machen. Ich habe schon gesehen, dass einige irgendwie die Savior Mod kombiniert haben mit anderen. Im Stream wurde mir das gesagt. Ich hoffe nur, die schauen auch meine Videos. So. Außerdem habe ich jetzt vor, ab nächste Woche, ich versuche irgendwie so einen Streaming-Plan hinzubekommen. Und eigentlich will ich ja, so wie die ganzen anderen Vollzeit-Streamer, jeden Tag streamen. Das funktioniert aber nicht immer. Weil ich sonst, ich bin ja nicht Vollzeit-Streamer, sondern YouTuber und Streamer. Und das überfördert halt schon sehr, wenn du den ganzen Tag aufnimmst und dann noch den ganzen Tag danach auch noch zockst und rumsitzt. Deswegen wäre jeder zweite Tag, glaube ich, super. Dann kann ich einen Tag nutzen und dann für den nächsten Tag vorproduzieren. Dann da streamen, dann wieder den nächsten Tag nutzen für heute und vorproduzieren, streamen. Ich glaube, das kriege ich hin. Und dann jeden zweiten Tag halt. Ja, das ist gut, Mann. Das ist gut. Das ist irgendwie, sieht sehr interessant aus, dieses Overlay. Und jetzt Beeilung. Wir wollen den Bosswash erreichen. So, ich habe gar nicht gesehen, was diesmal für eine Lüge da war. Im Menü. So, da habe ich dich angefurzt. Was, wie fühlt es sich an? Du wurdest erniedrigt. Oh, Bumbo, ich habe da was für dich. Eine Überraschung. Komm schon, entwickel dich, entwickel dich, entwickel dich, entwickel dich, entwickel dich. Ah. Schade, hallo. Das nehmen wir auch mit und bekommen jetzt noch 3 Stück dazu. Sehr gut. Oh, die sehen cool aus. Die Tränen sehen ja mal cool aus. Genau, das habe ich an der Heretic Mod geliebt. Da sahen die 4 Shots sehr sexy aus. Mm. So ein schönes Lila ist das, ne? Wow. Wow, so unglaublich. Boah, du hast mich, ey. Du hast mich. Ich gehöre dir. Mein ganzer Körper gehört dir. What the fuck? Das ist auch ein lustiger Raum. Einfach mal sprengen. Und Hallöchen. Also ich finde es echt gut, dass wir hier schon so... Oh, der hat den Diamanten gefressen, ne? Verdammt nochmal, Bombo. Du gieriges Stück. Immerhin droppt er jetzt ein paar Kisten und alles mögliche. Empress Power Pill. Ich bleib mal hierbei. Ja, irgendwie kann ich jetzt auch anfangen, mal mir ein bisschen... Geld von dir zu stibitzen, denn alles sollst du nicht bekommen, Mann. Ich brauche auch etwas. Ich möchte nämlich spenden, ja. Oh, oh, es gibt noch Trollkisten. Sehr gut, ich dachte, die sind weg. Aber es gibt noch Trollkisten, sehr schön. Ich dachte, ich habe sie aus Versehen rausgemoddet vor lauter Mods. So. Das nehme ich mit. Einfach, weil das Gesicht dann lustig aussieht, was wir nicht sehen. Toll. Und wieso ich so viel Damage genommen habe, ich weiß es nicht. Ziemlich dumm von mir. So. Das ist jetzt die letzte Ebene, genau. Dann kommt es zum Momfight und zum Boss Rush. Und wir haben nicht mehr viel Leben. My Reflections. Irgendwie will ich es haben, aber irgendwie auch nicht. Wir spendieren auf jeden Fall lieber Geld. Komm, wir spendieren lieber Geld. My Reflections, nah. Not good, not good, not good. So, komm. Store Credit Level. Warte, wir haben Level 1 erreicht. Das heißt, dass wir jetzt... mehr Items im Shop haben, ne? Genau. Das ist doch schon mal etwas. Ups. Okidoki. Ja, dann lass uns kurz Mom besiegen. Hey Mom, das bin ich. Du siehst ganz genau. Okay, du bist die rote Mom. Finde ich sogar gut. Dann dauert es nicht so lange, bis du dich zeigst. Und du stirbst recht schnell. Bye. Oh oh. So, das nehme ich auch mit. Oh,
Holy Mantle oder Brimstone Baby? Ich glaube, ich nehme das Brimstone Baby mit. Ja, das würde jetzt mir viel mehr helfen. Alter, sind das drei Bosse hier? Oh mein Gott. Oh shit, ich glaube, wir werden sterben. Ich glaube, wir werden sterben. Ich muss mich jetzt sehr konzentrieren. Okay, Concentration Mode activated. Ihr könnt einfach vorspulen. Ich würde auch sehr gerne vorspulen. Dann wisst ihr, ob ich schaffe. Ihr könnt ja wiederkommen und mir sagen, ob ich schaffe. Bombo, Bombo, nimm mal hier Münzen mit. Und drop mal ein paar blaue Herzchen. Ziemlich cool von dir. Oh, wäre echt ziemlich cool von dir. So. Brimstone Baby an letzter Stelle ist natürlich nicht so geil. So. Wo ist der? Irgendwo da oben. Sehr gut. Komm schon, Bombo. Schnapp dir die Münzen und drop Sachen. Gib mir ein blaues Herzchen. Und du hast mein Herzchen erobert. Tears down. Du, Witzbold. Was ist das? Powerpill. Okay, ist nur einer. Ja, wenn die mich reinrasen, dann kommen meine Fliegen und zerstören die. Das ist gut. Da muss ich jetzt für den Notfall immer schön ein paar Fliegen auf. Boah, bereithalten. Hey, Mr. Geist. Komm her. Kann es sein, dass es unser erster Boss war überhaupt ist in der Heretic Mod? Und jetzt haben wir noch verfeinert mit noch mehr Bossen. Oh, man. So. Vielleicht kennt einer von euch diesen Dark Matter. Der beschäftigt mich gerade sehr. Oder Grey Matter? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und wisst ihr, aus welcher Mod der kommt? Aus der Heretic oder den anderen? Aus der Agony of Isaac Mod? Kann auch sein. Hey. Sehr gut, komm schon, ein nach dem anderen. Doch, Brimstone Baby, du warst schon eine gute Wahl. Du warst echt eine gute Wahl. Ah, da. Eine Wahl, meinte ich. So, ich will auch gerne meine Bohne einsetzen. Wir bekommen so ein zwischendurch mal ein bisschen Erfrischung. Wie gut ist das denn? Das ist ja lieb. Das ist schon eklig. Die sagen, das sagt mir ja, hey, du Schwächling, hier, nimm mal das. Damit du wenigstens so ein bisschen eine Chance hast. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Aber das heißt vielleicht auch, dass wir die Hälfte geschafft haben, ne? Oh Gott. Oh Gott. Haben wir's? Okay. Oh, Mr. Tod muss schnell sterben. Sehr schön. Oh, was hat mich da erwischt? Was hat mich da erwischt? Ist da ein Gegner ohne Overlay? Das wird sehr kritisch, Leute. Das wird sehr kritisch. Oh nein, das ist Mister. Ich schlage einfach so umher, um mich herum für die Bumsumsum. Und wenn du Pech hast, treffe ich dich. Gut, der ist tot. Hey, du. Der ist auch relativ schnell gestorben. Was ist das da? Nicolas Cage? Oh, shit. Bye, bye. Schon wieder ein kleiner Zwischenstand. Blaue Herzchen. Travel Shot? Nein, das ist nicht das, was ich mir erlauben darf. Wenn ich gleich rausgeportet werde, dann war alles umsonst. Oh, shit. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wie viel wartet noch auf mich? Zwei Schläge und dann bin ich tot. Powerpill einsetzen, ne? Puh. Kein Travel Shot einnehmen. Das wäre tödlich. Kein Cursed Eye, meinte ich. Wo ist der? Da ist der. Schön, meine Fliegen. Schön aufräumen. Okay, was kommt jetzt? Wir haben es geschafft. Miss Signal ist freigeschaltet und wir kriegen 99 Bomben und wären fast gestorben an einer Bombe. Holy shit. Puh. Jetzt bin ich mir unsicher. Nehme ich vielleicht Cursed Eye mit? Ich glaube, ich nehme Cursed Eye mit. Oh Gott. Sag mir, dass ich verrückt bin, aber ich tu's. Ich tu's, Mann. Okay, let's go. Müssen wir eh irgendwann aufheben. Wieso nicht jetzt, was? Vielleicht, weil ich halb tot bin? Okay, das ist ein Argument. Das ist ein Argument. Viskus. Aber immerhin haben wir ein Erfolgserlebnis. Das ist schön. Oh, okay, die wurden geschwingt. Sehr schön. Two of Diamonds. Ja, die braucht Bumbo. So, als Geburtstagskarte kriegt ihr eine Two of Diamonds Karte. Ja. Und dann ist er auch glücklich. Sehr gut.
Ich hoffe gerade sehr auf blaue Herzchen und halte meine Augen offen auch. Für Steinchen mit blauen Herzchen. Diese Explosion macht mich fertig. Das ist, als hättest du Bobs Brain vor dir. Na, guck mal. Die Gegner haben es geschafft. Die wurden nicht rausgepatcht. Juhu. Von mir rausgepatcht. Rausgemoddet. Zerstört. So, ich habe halt immer noch so ein bisschen Panik, dass es hier Gegner gibt, die keine Texturen mehr haben. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. So. Bumbo hält sie auf. Nice. Ihr kommt nicht vorbei, hat er gesagt. Da, ne, das hier springe ich nicht. Oh, hallo. Ich sehe kein Steinchen. Und wir müssen tatsächlich den großen Raum klären. Wow, die fliegen ja mit voller Wucht auf dich zu. Crazy, die Kiste kann ich öffnen. Da kann auch ein blaues Herzchen drin sein. Lass uns mal ein bisschen optimistischer werden. Oh, den kann ich noch nicht töten. Den kann ich noch nicht töten. Jetzt können wir den töten. Er ist tot. Und? Okay, wartet mal. Nichts, 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 nichts. Kein Steinchen mit einem Kreuzchen. Sehr bitter. Was war das? Noch eine Powerpill. Okay. Also das heißt, Powerpill einsetzen, sobald es möglich ist. Jetzt sag mir nicht, dass der Boss oben links ist. Oh Gott. Nee, das scheint auch richtig zu sein. Neun Leben wäre nicht schlecht. Oder gab es Paw, die ich vielleicht mitnehmen hätte sollen. Ich dachte mir schon, dass ich in so eine Situation kommen werde. Und oh Gott, zum Glück stimmt das hier. Oh, natürlich. Das ist natürlich eine richtig krasse Lüge gerade. Okay, es tut mir sehr leid. Das da. Oh, was ist denn? Nice. The Sun haben wir und The Devil. Ich nehme das Sun mit, einfach um später die ganze Map aufzudecken. Das wäre eine gute Sache. Jetzt haben wir Rubber Cement. Das ist schon mal gut. Schon mal sehr gut. Wollte ich ja in der letzten Folge haben. Hallöchen. Jetzt muss ich halt nur aufpassen. Jetzt habe ich keine Powerpill mehr und kann mich retten im Notfall. Schon wieder kein Steinchen hier. Doch! Ich habe es. Sehr gut. Wir sind safe. Boah. Haben die sich auch verändert? Nein. Alles simpel, alles simpel. Ein Cricket's Hattie wäre nicht schlecht, hä? Huh? So. Okay, die Münzen kannst du haben. Gönnen sie dir. Ein HP-Upgrade für 15 Münzen. Ich weiß nicht, sie klingt irgendwie cool. Ich nehm's mit, Mann. Ich nehm's mit. Da kann ich im Devil Deal mehr ausgeben. Und bin dann immer noch safe. Weißt du? Wenn es zum Beispiel Eins-Herz-Deals gibt. Ein-Herz-Deals. Muss man aufpassen in diesem Kampfraum, dass man nicht aus Versehen noch mehr kauft, ne? Was man gar nicht haben will. So. Okay. Ist ja wie im echten Leben. Gehst einkaufen, kaufst dir Sachen, die du gar nicht haben willst, was? Du gehst los und willst Socken kaufen, kommst mit dem Kühlschrank wieder. Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? So. Ach, da unten ist der Boss. Nice. Ich wollte schon meine Sun-Karte einsetzen. Okay. Ich dachte, wir schaffen das jetzt irgendwie. Ah, das auch. Oh. Das heißt, wir müssen nach... Oh, das ist ja doch ein weiter Weg. So, mal runter. Oh, scheiße. Puh, jetzt hätten wir noch ein Herzchen. Hätten wir den blauen Stein nicht gefunden. Bitter, bitter, bitter. Aber wir machen gut Damage dank Guppy. Das ist gut. Das ist so einer der Momente, einer der Runs, wo ich es nicht bereue, Guppy zu sein. Sondern sehr, sehr, sehr froh darüber bin. Ja, das sind Tears Down Pille, das weiß ich. Schon wieder Two of Diamonds. Na gut, na gut, na gut. Wollte Bumbo gerade meine Karte essen? Aus Bumbo. Böses Bumbo. Da gab es auch einen Würfelraum. Ich glaube, wenn es ein 6er Würfelraum ist, mache ich das sogar. Weil Guppy bleiben ja so oder so. Oh. Ich mach's, Leute. Ich mach die 6. Let's go, Leute. Wenn ich das hier reroute alles, was ich habe. Ach, die Jing. Warte, ich glaube, das lege ich das hier auch ab. Die Sandkarte vermisse ich nur. Okay, let's go, let's go, let's go. Und. Wir haben die Conjoint-Verwandlung. Und Emperor, das ist ja noch besser. Und wir haben die Mom-Transformation. Jetzt haben wir ja einen Dreizack zwischen den Arschbacken. Super. Wow, diese. Das hat sich gelohnt. Das hat sich sehr gelohnt.
Guppy sind wir immer noch. Sehr schön. Und wir haben Schild der Tiers. Das heißt, wir können einfach stehen bleiben eigentlich. Und alles wegklatschen. Und kein Devil Deal. Oh, das ist doof. Oh, das ist doof, weil jetzt ist der Run vorbei. Vielleicht finden wir noch eine rote Kiste, die uns reinportet. Hi, Cricket. Schön, dass du kommst. Wow. Na, das hat sich ja richtig gelohnt, das zu riskieren, was? Kein Devil Deal bekommen. Das ist jetzt etwas doof gelaufen. Balls of Steel. Balls of Steel. Ich untersuche die Ebene einfach mal für den Zacki-Zacki-Raum. Genau, darauf habe ich gehofft. Vielleicht portet der uns rein. 9 Leben. Ja, das kann nicht sein. Das ist ja cool. Mitnehmen. 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 Doch, ich glaube, ich mache nur die Special Room Mod rein. Der Agony of Isaac lasse ich mal raus. Schätze ich mal. Das sind aber schöne Tränen, die ich habe. Aber leider keine Möglichkeit, in den Devil Deal zu gehen, um weiterzukommen zu Satan. Schade. Naja, dann basteln wir halt das Polaroid irgendwie zusammen, ne? Dann basteln wir halt das Polaroid irgendwie zusammen und dann geht's ab. Müssen wir noch ein paar Mal Idlibs besiegen. So. Ja, das war's, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bald werden die Runs länger und dann werden wir auch mehr erleben. Tut mir sehr leid. Ach komm, das klären wir auch mal. Vielleicht gibt es hier auch eine Kiste. Nein, leider nicht. Gut. Bumbo, willst du vielleicht ein bisschen Geld essen und mir was droppen? Oh, warte mal, wo ist Bumbo? Ach, Bumbo ist gar nicht mehr da. Stimmt ja. Speed up. Emperor. Health up, Joker. Oh, das wär's. Jetzt hätte er mir eine Joker-Karte gegeben. Das wäre abgefahren. Gut, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sagt mir dazu, was ihr davon haltet, dass ich 3 Mods installiert habe. Vielleicht habt ihr ein paar kleine Tipps für mich. Und jetzt heißt es erstmal rein in die Kiste. Und wir schauen uns mal an, was da passiert. Ich glaube, das ist das Ending mit dem Wirecard-Hänger. Kann das sein? Ah, nein, wir kriegen... Was, Selbstmord? Nein! Schnell weg, Isaac darf nicht sterben. You unlocked Begotten Baby und Transcendence. Und die Butterbean haben wir auch. Sehr schön, Leute. Gut, wir müssen jetzt halt noch die anderen freischalten. Unlock beating 2 levels taking without taking damage und keine Herzchen aufsammeln. Die könnten wir in der nächsten Folge vielleicht irgendwie versuchen freizuschalten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Harley.